Was ist die sicherste Währung der Welt? Thorsten Mittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit, heute aus dem Norden Brasiliens. Wir haben heute ein explosives Thema, Währungen. Was steckt hier genau dahinter? Da steckt wirklich Musik drin. Und Währungen sind nicht nur interessant für den Urlaub, beispielsweise in anderen Ländern, sondern sind sehr, sehr interessant auch als Streuung und Sicherheit bei der Geldanlage. Und was sind hier sichere Währungen? Und was ist die sicherste Währung der Welt? Das sehen wir uns heute an. Denn wir haben ein Problem beim US-Dollar, was früher immer der große Fluchthafen sozusagen war im Bereich sichere Währung. Das ist heute nicht mehr der Fall, denn beispiellos wurde der Dollar aufgeweicht und hier wird Geld gedruckt. Ähnlich sieht es im Euro-Bereich aus. Die Hälfte der Euro-Staaten ist im Prinzip pleite und die andere Hälfte finanziert das Ganze, wie beispielsweise Deutschland. Hier trifft es am besten als Ausdruck, ja, der Einäugige ist unter dem blinden König. Darüber lohnt es sich wirklich mal hier nachzudenken und nicht wirklich, besser sieht es im Yen und beim britischen Pfund aus. Das heißt, wo kann man hier noch wirklich hinschauen? Ja, das heutige Tippvideo ist übrigens dahingehend auch abgesprochen mit Mr. Forex Jürgen Wexler, den ich sehr, sehr schätze im Währungsbereich, der lange Jahre als Führungskraft beim Global Player Nummer 1 weltweit im Bereich Währungen gearbeitet hat, jetzt quasi die Seiten gewechselt hat und ganz normalen Menschen hilft, hier finanziell freier zu werden mit dem Bereich Währungen. Dazu übrigens auch unterhalb von dem Video gerne informieren, das nächste Community-Seminar mit ihm, wo er zeigt, wie man mit Währungshandel sehr, sehr viel Geld verdienen kann, mit wenig Startkapital und ja, nur mit Internet. Ja, und was ist nun die Weltwährung Nummer 1? Welche Währung ist hochinteressant? Und zwar sehen wir uns mal ein bisschen Asien an, hier vor allem Singapur und den Singapur-Dollar. Ja, Singapur ist der Handels- und Finanzplatz Nummer 1 in Südostasien. Ist die Drehscheibe schlechthin, was also Schiffe und Flugzeuge betrifft, da geht alles über Singapur. Ein sehr, sehr stabiles politisches System, das sehr, sehr gut funktioniert. Sehr niedrige Kriminalität, AAA-Rating als Land, eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, sehr gut ausgebildete Bevölkerung wiederum, niedrige Inflation, dauerhaftes Handelsbilanzüberschuss, hat sich den Ruf als Fluchtwährung mehr und mehr erarbeitet, ist eine frei konvertierbare, also frei handelbare Währung, was also auch nicht bei allen Währungen der Fall ist. Und all das zusammen und auch noch weitere Rahmendaten ökonomisch sprechen sehr stark dafür, dass Singapur mittel- und langfristig sehr, sehr gut aufgestellt sein wird. Jetzt werden Sie sich aber vielleicht die Verschuldungsquote von Singapur anschauen und die ist nämlich in den Top 20 im negativen Sinne bei den Bruttoverschuldungen enthalten. Aber dazu muss man wissen, anders als bei den anderen Ländern, die ihre Verschuldungen eben für Wahlversprechen und für Ausgaben nehmen, hat Singapur 100% ihrer Verschuldungen in Investitionen gepackt. Das heißt, die Nettoverschuldung, wenn man die Investition abzieht, liegt im Prinzip bei 0%. Also, Singapur hat seine Hausaufgaben gemacht, steht sehr, sehr stabil da, ist sehr, sehr interessant, was Währungen betrifft und daher bei uns in der Community auf Platz Nummer 1. Und es lohnt sich hier einen Blick auf diese Währung zu werfen, wenn man sein Geld streuen möchte. Ja, wenn Sie noch viel mehr zum Thema Währungen erfahren möchten, hierzu Fragen haben, beziehungsweise mit wenig Startkapital und Forex lernen möchten, wie man mit Währungshandel sehr, sehr viel Geld verdienen kann, das sehen wir uns seriös am 2. Januar gemeinsam an. Da haben wir Jürgen Wexler als Gast. Macht mich sehr, sehr stolz. Ein absoluter Experte, was Währung betrifft. Dazu informieren unterhalb von dem Video. Ja, jetzt sehen wir uns noch ein paar Impressionen an hier aus dem Norden Brasiliens. Teilen, kommentieren, liken Sie gerne dieses Video. Gibt es noch Fragen, dann gerne kommentieren bei der heutigen Tippausgabe. Ja, und wir sehen uns nächsten Freitag ansonsten wieder. Dann nicht vergessen, auch mit dem E-Mail-Verteiler unterhalb von dem Video dort eintragen, damit Sie kein Tippvideo verpassen. Bis nächsten Freitag, da haben wir wieder ein spannendes Thema, beziehungsweise wir sehen uns am Neujahr, da haben wir nämlich ein ganz besonderes Spezialthema. Bis dahin, herzlichst Ihr, Thorsten Wittmann.